Gelbe Karte da. Ja, nächster, wieder Aramburu. Waren eigentlich die viel bessere Mannschaft, Schalke aber absolut effizient und bestraft uns da. Haben viel zu viele Chancen einfach liegen gelassen. Verlieren hier auch, zu Hause mit 0 zu 2. Ja, sind aber immer noch 13 Punkte. Aber die 40-Punkte-Marke haben wir immer noch nicht geknackt. Jetzt geht's gegen Gladbach 2, die ja auch nicht unbedingt schlechter sind. Serhat Güler verlängert seinen Vertrag beim Bonner SC. Okay. Ups. Ich glaube, den haben wir noch im Blickfeld. Sollten da mal im Blickfeld die Leute rausschmeißen. Wegen bleibt jetzt doch bei uns, sehr gut. Und Arifi bleibt jetzt auch bei uns. Ja, die haben viel gepokert und jetzt bleiben die dann doch bei uns. So, also würde ich Wegen direkt wieder in die Startelf reintun. Also ich tue mal Aufstellungsassistent, jawohl. News Center. Angebot für Tribünennamen. Gib mir mal ein Sponsoring rein. Nehmen wir mit. So. Immerhin hier 1,5 Millionen. Schon eine nette Summe. Hier nur 19.000. Hier immerhin 137.000. Um Hauptsponsor kriegen wir echt wenig. 50.000 nur. Dann gehen wir nochmal auf die erste Mannschaft und gucken mal. Also Wegen und Arifi Abdelkarim können wir raustun. Er will auch nicht mehr bleiben. So, Gieselmann tue ich rein. Hier Kühnel. Auch raustun. Und dann geht's ins Spiel. Und Zabel mit dem Torwartfehler in der Anfangsphase. So. Hoffentlich kommen wir in die Partie nochmal zurück. Aber ich sehe hier nur Gladbach im Spiel. Kommt sehr, sehr wenig von uns. Jetzt mal die Großchance und das Tor. Arifi nach Pass von Gieselmann. Ja, nach der Verlängerung zeigt er hier direkt, was er imstande ist. Auch ein sehr wichtiger Spieler. Schon das 8. Saisontor gemacht. Sehr stark. So, gehen wir rein in die Spielergespräche und weiter geht's. Müsel jetzt mit der gelben.
Kone mit der gelben. Oh, die spielen mit Kone in der zweiten. Dann wechseln wir nochmal. So, Hasani kommt mal raus. Hat mir heute gar nicht gefallen. Benteke würde ich auch raustun. Ambrosius. Und Jacek. So, weiter geht's. Ein paar Wechsel. Ich hoffe, dass das Früchte bringt. Vielleicht können wir hier das Spiel drehen. Weil Gladbach war auch nicht so gut in der Partie drin. Ups, sorry. Kann natürlich auch sein, dass jetzt die ganzen Wechsel den Spielfluss irgendwie stören. Kone ist auf jeden Fall draußen, das ist gut. Und einige Wechsel jetzt auch hier bei Gladbach. Jetzt allerdings wieder eine richtig starke Schlussphase hier von Borussia Mönchengladbach 2. Können wir das 1:1 auch eigentlich auch mitnehmen? Kommen wir nochmal. Glanzparade vom Torwart und das Spiel ist zu Ende. 1:1 geht's aus. Ist voll okay. Okay, nach der Niederlage nimmt man das gerne mit. Hier Strahlen hat auch wieder verloren. Und ja, es ist in Ordnung. So. Können gegen Ende der Saison nochmal aktiv werden. Kommt immer eine Liste mit den Top-Jugendspieler der Welt. Ich kann mir zwar fast nicht vorstellen, dass da einer für uns in Frage kommt, aber wir können vielleicht bei den ganz, ganz letzten Plätzen es einfach mal probieren. Senkrechtstarter der Saison. Ist schon krass, ne? Mit wie viel die gestartet sind. 54, 4 Punkte, gut gemacht. Kannst du ganz schnell mal so einen Spieler entwickeln. Jetzt gegen Rot-Weiß Essen, die ja eine sehr, sehr starke Mannschaft haben. Und gucken wir mal, ob wir was verändern. Wir könnten Michler für Benteke reintun. Ambrosius raustun für Kotzin jetzt. Und ja, ich würde so reingehen. So, wir haben auf jeden Fall die ersten Chancen für uns. Jetzt kommt Rot-Weiß Essen. Auch hier würde ich eigentlich mit einem Unentschieden leben. Jetzt geht Essen direkt in Führung. Ah, schade. Arifi kommt nicht mehr dran. Hasani lässt jetzt auch die Großchance liegen. Das ist immer so der Unterschied, ne? Beim Gegner, nach einem Gegentor, folgt direkt die Antwort. Bei uns werden die Bälle dann neben das Tor geschossen, nach einer Riesenchance. Und die gehen 2-0 in Führung. Eieieiei. Rot-Weiß Essen jetzt zur Halbzeit 2 Tore gemacht. Und dann nicht den Hauch einer Chance. Die Chancen, die wir haben, nutzen wir nicht. Jetzt vielleicht. Großchance wieder. Und Hasani wieder nicht. Ich wechsle ihn aus. Heute gar nicht in der Partie. Und da ist direkt der Treffer. Und es ist Korsin jetzt. Ich habe aber auch schwierige Namen verpflichtet, ne? Wenn du mal hier so guckst, Nathaniel und Korsin jetzt, das sind echt Oberschenkel, Zerrung, das ist noch okay. Tut mir Benteke rein. Geht's auf jeden Fall leichter von den Namen her. So, tun wir Ambrosius auch rein für Wegen und Franco.
Auch seine Spielpraxis für Meurer. So, weiter geht's, Leute. Ich hier auch mal einen Sprudel. So, Armschuss vorbei. Und da ist der Ausgleich. Super, sehr stark. Mischeler. Erstes Tor. Der junge Mann, junge Bursche, 16 Jahre alt. So, jetzt keinen Gegentreffer mehr kriegen. Nehmen wir den Punkt mit und dann ist es nur noch nach meinen Berechnungen ein Punkt bis zur goldenen 40-Punkte-Marke. Eine Minute Nachspielzeit. Da ist der Schlusspfiff. Sehr gut. Schauen wir uns die Tabelle an. Wir sind bei 39 Punkten. Und ja, unten wird mal wieder verloren. Oerdingen mittlerweile auf dem 20. Also Homberg hat schon durchaus ein paar Punkte jetzt geholt. Die waren ja richtig abgeschlagen. Und Oerdingen hatte ich so das Gefühl, so Richtung Winterpause, dass die eher so die Mannschaft ist, die nochmal da rauskommt. Aber jetzt hat es Lippstadt erwischt. Strahlen mittlerweile überm Strich. Und Homberg hat die rote Laterne an Oerdingen abgegeben. So sind nun noch 6 Spiele, ne? Bis zum 38. wird gespielt, jawohl. 6 Spiele. Also 6, 12, 18 Punkte werden vergeben. Dauert nicht mehr lange und dann sind wir auch rechnerisch. Haben wir den Klassenerhalt dann geschafft. Der Mischler erzielt erstes Tor, perfekt. Und dann geht's in die nächste Woche. So, es gibt ein Angebot für Janicek. Marktwert, das ist über Marktwert das Angebot. Ablösefrei zu uns gewechselt. Rot-Weiß Essen auch noch. Die Sache ist die, ne? Wenn wir jetzt unsere besten Spieler abgeben, dann werden wir es schwer haben, nächste Saison um den Aufstieg zu spielen. Auf jeden Fall unser bester Spieler, ganz klar. Ist auch klar, dass sie den dann so holen auf der anderen Seite. Wir haben nächstes Jahr, hier steht's, voraussichtliches Transferbudget 10.000. Wenn jetzt einer 400.000 in die Kasse spült, das ist ja mehr, als er wert ist, ne? Wesentlich mehr, als er wert ist. Ja, auf jeden Fall erstmal auch verhandeln. Hören wir uns erstmal an, ob die... Ich meine, 500.000 könnte man machen, oder? 500.000, halbe Mio. Ja, wobei wir haben 600.000 als Forderung drinne stehen. Ich gehe mal runter auf 575. Können wir mal gucken, ob dann Angebot kommt. Die gehen auf 470. Ich gehe auf 525. Und dann würde ich sagen, gehen wir maximal auf 500 runter. Dann können die sich das ja überlegen, ob die es machen oder nicht. So, ich würde sagen, ich schmeiß jetzt erstmal diese Spieler in die zweite Mannschaft. Ja, auch von der Moral her in die Mannschaft nicht reinpassen. Trainingsfoul, was sind das für Einstellungen hier?
Dann tun wir noch, wie viele Plätze haben wir frei? Zwei Jugendspieler hoch. Ihn tun wir hoch. Okay. Ihn auch. So, was geht hier ab? Neuer Jugendspieler entdeckt. Ja. So, weiter geht's. Jetzt gegen Lotte. Und erste Chance für uns. Jetzt kommt Lotte. Und wir gehen in Führung. Wieder Janicek. Wieso wieder? Erstes Saisontor. Ne? Ich habe gerade an Korzin jetzt gedacht. Unser Abwehrspieler Janicek mit dem ersten Tor sauber. Also Hasani, ne? Also seit er den Vertrag verlängert hat, auch nicht besonders treffsicher. Jetzt viele Spiele gehabt, wo er nicht getroffen hat. Und Lotte macht das unentschieden. So, Weber mit der Gelben. Na, wir haben hier nichts auf der Bank zum Wechseln. Wir müssen auch mal Kaderstruktur uns angucken im Sommer. Meurer gerade mit einem guten Einsatz. Müsste hier mal wechseln. Also ich würde Hasani schon mal raustun. Gefällt mir gar nicht. So, was können wir noch machen? Ambrosius. Weiter geht's. Pfosten. Benteke an den Pfosten. Hoffentlich bringt der neue Stürmer Bewegung vorne drin. Und es geht weiter. Zehn Minuten noch. Pfosten, also Lotte macht hier richtig das Spiel gerade. Haben hier echt Glück. Hoffentlich kriegen wir das über die Zeit. Wir sollten nochmal wechseln, einfach bisschen Zeitspiel zu betreiben. Eine Minute noch. Und da ist der Schlusspfiff sauber. Und wir haben jetzt die 40 Punkte. Am 33. Spieltag haben jetzt drei Unentschieden in Folge geholt. Und ja, das passt ja auch. Haben hier 12 Punkte Vorsprung auf den 18. Bei noch 5 Spielen. 15 Punkte können geholt werden. Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, dann sind wir durch. Das nächste Spiel ist gegen Aachen. Ja, das wird schwer. Arifi wieder fit. Perfekt. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Jetzt auf 500.000 und da bleibe ich hart. Sind gescheitert, okay. Meurer kriegt die Nummer 6, ja klar, kannst du haben. Wir gehen mal ins Blickfeld, tun die ganzen Leute da rausschmeißen.
So. Also was wollte ich noch machen? Die Nummer 6 wollte Moira haben, ne? Bei Moira. Okay, Nummer gibt's bei Trikots. Dann hier Rückennummer. Wo ist der Meurer? Bitte schön. Weiter geht's. Oerdingen haben wir noch als Mannschaft von unten. Noch Ahlen, die hinter uns sind. Bonner SC ist hinter uns und Oberhausen auch. Bis auf Aachen alles nur Mannschaften, die hinter uns sind. Sind wohl viele noch im Abstiegsrennen mit dabei.